Die beste Episode im Science-Fiction-Genre aller Zeiten? Schafft das etwa nur der Lord der Zeit? Wir wagen einen Ausflug in eines der ältesten Science-Fiction-Formate mit Doctor Who aller Zeiten und sprechen über das Mädchen im Kamin. Glitter, Glamour und gute Unterhaltung im scifinews.de Goldstandard. Das Beste aus Star Trek und Science Fiction im scifinews.de Goldstandard. Des guten Ghouls feinste Selektion. Herzlich willkommen zum scifinews.de Goldstandard, dem Referenzwerk für Star Trek und Science Fiction. Mit mir, Daniel, und mit Jens da drüben und mit euch da draußen. Und wir sprechen über das Beste, was das Science-Fiction-Genre zu bieten hat. Das können die besten Episoden sein, ja, die als Summe, als Gesamtwerk einfach fantastisch sind. Das können Episoden sein, die zum Beispiel durch herausragende musikalische Untermalung, ja, den Höhepunkt der Schöpfungskunst erreicht haben. Das kann besondere schauspielerische Leistung sein, Regiearbeit und noch vieles mehr. Und wir sprechen diese Woche über eine Episode aus Doctor Who, das Mädchen im Kamin, mein lieber Jens. Mhm. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Spannend, Daniel, haben wir ja auch schon letzte Woche kurz besprochen. Wir diskutieren oder haben in der Vergangenheit ja noch gar nicht so oft über Non-Star Trek-Produkte diskutiert. Ja. Eine der wenigen Ausnahmen bietet da ja tatsächlich The Orville und besonders die dritte Staffel. Da konnten wir ja auch immer wunderbar philosophieren, ähnlich wie hier im Goldstandard. Und ich bin gespannt auf die heutige Ausgabe, denn du hast da ja eine ganz kühne These aufgestellt, die vielleicht für dich beste Episode im Science-Fiction-Genre. Und ich bin sehr gespannt, Daniel. Ich bin sehr gespannt. Ja, jeder von uns darf sich einmal pro Woche, einmal abwechselnd, einmal pro Sendung eine Episode aussuchen, die er mit in den Goldstandard bringt. Jetzt. Ja, du warst letzte Woche dran, mein Lieber. So, und ich hab eben das Mädchen im Kamin mitgebracht. Zweite Staffel. Doctor Who mit David Tennant, Relaunch Doctor Who 2005 gestartet. Und diese Episode ist mir so eine richtige Herzensangelegenheit. Für uns beide jetzt der erste Ausflug reviewseitig in das Doctor Who-Universum. Und ich bin jetzt, du hast gesagt, du bist sehr gespannt, warum ich das ausgesucht habe. Ich bin ganz besonders gespannt, warum du jetzt vielleicht eine andere Meinung hast wie ich. Lass uns in die Diskussion reingehen. Hier ist unsere altbewährte Dia-Show. So. Worum geht's? Ja, wir befinden uns im Jahre 1727 oder eben auch im 51. Jahrhundert, je nachdem aus welcher Perspektive. Meine Güte. Ja, da ist einiges geboten. Doctor Who ist ja eine Serie, die in Raum und Zeit ja keine Grenzen kennt. Er ist ja der Herr der Zeit, der gute Doktor. Und er reist da umher mit seinem Raumschiff, der TARDIS. Ich habe sie hier in Tassenform. Fantastisch. Ja, reist er durch Raum und Zeit und ja, muss sich Herausforderungen stellen. Das jetzt nur mal so als kurzer Umriss für alle Star Trek-affinen Zuschauer, die überhaupt nicht wissen, wer dieser vermeintliche Doktor überhaupt ist. Ja, das du meinst, die fragen Doktor Who? Ja, richtig, genau die. Super Gag. Ja, super Gag. Ja, da habe ich mir extra seit einer Woche überlegt, wann ich den bringe. So ein vierköpfiges Autorenteam hast du wieder engagiert? Ja, ein Verlagsteam habe ich, das mir auch regelmäßig Zahlen berichtet. Ja. Auf deinem CEO-Dashboard oder wo kommen die an? Auf meinem CEO-Dashboard, richtig, genau. Weil da kann ich einfach auch richtig gut skalieren. Also, ja, da gut, hatten wir im Osten damals nicht. Aber gut, so. wir sind ja jetzt im alten Frankreich. In Versailles. Versailles. Wo die Könige und Mätressen natürlich zum Ball geladen haben. Und diese Episode eröffnet ja mit einem Hilfeschrei in einen Kamin hinein. Die Uhr ist gebrochen, Doktor, hilf mir, du musst jetzt zu mir kommen. Mhm. Und dann springen wir auf einmal, kennt man ja, 3000 Jahre in die Zukunft. Tja,
Ist das jetzt ein Erzählkonstrukt, Jens, das dich als Zuschauer von Anfang an mitnehmen würde? Oder sagst du, ja, Dr. Who, da muss man vielleicht auch über seinen eigenen Schatten springen und überhaupt mal anfangen mit der Serie? Ja, also da kann ich dir wirklich aus persönlicher Sicht sehr viel zu erzählen, weil ich kannte Dr. Who vor dem Reboot immer nur so vom Hören sagen, ja, diese alten BBC-Episoden, nie wirklich geschaut, muss ich sagen. Und dann habe ich relativ spät angefangen, ich glaube, es war so 2012, 13, mit Dr. Who, mit dem Reboot, also von 2005. Und ja, man muss sich natürlich ein Stück weit darauf einlassen, das ist wirklich so. Also, wenn man jetzt gar nichts über hat für sehr überspitzte Darstellung, überspitzten Humor, auch ein bisschen albernes Gehabere, dann sollte man, glaube ich, von der Serie Abstand nehmen. Wenn man sich aber erstmal darauf einlässt, dann ist es grandiose Science Fiction, also in manchen Episoden und auch ganzen Staffeln, mit das Beste, was es im Science-Fiction-Genre eigentlich zu finden gibt. Aber es gibt diese gewisse Hürde, die man vielleicht zu Beginn einmal überspringen muss, um dort tiefer hineintauchen zu können. Bin ich absolut bei dir. Insbesondere die erste Staffel des Relaunch, gerade der Pilotfilm, ist ja schon sehr bieder an manchen Stellen, gerade mit den Schaufensterpuppen. Aber, und das ist ja auch eine der Qualitäten aber dieser Episode. Aber das kennst du ja von zu Hause mit den Puppen, oder? Das ist ja was, wo du dich auch direkt wohlgefühlt hast. Ja, ja, aber die habe ich mir immer so selber ausgesucht bei AliExpress. Ach so, okay. Ja, okay. Wir sprechen über Dr. Who. Richtig. Und das ist eine der Qualitäten dieser Episode, weil meiner Ansicht nach funktioniert diese Episode für alle da draußen, die funktioniert vollkommen ohne Vorkenntnisse. Ihr müsst irgendwie nur wissen, dass der Doktor der Herr der Zeit ist, dass er eine fliegende Telefonzelle hat, die durch Raum und Zeit reist. Und eigentlich reicht das schon. Der Kerl ist etwa 900 Jahre alt, sieht damit optisch auch so ein bisschen aus wie Jens. Ja, und dann geht's auch schon los in der Zeitreise. Und das ist alles, was ihr wissen müsst, um diese Episode genießen zu können. Tja, Erstausstrahlung 6. Mai 2006 und dann natürlich mit ganz kurzer Verzögerung, so kennt man das ja vom deutschen Premium-Fernsehen, 29. Juni 2008 dann schon auf ProSieben ausgestrahlt. Nur 2 Jahre später. Ja, klar. Drehbuch Stephen Moffat, der auch später zum Showrunner der Serie wurde, Regie Eurus Lynn und in der Gastbesetzung Sophia Myers als Madame de Pompadour. Tja, Das ist doch mal eine Ansage. Das ist eine Ansage. Stephen Moffat, tatsächlich von vielen geehrt und geliebt, von einigen aber auch scharf kritisiert für seine Inszenierung des Doktors. Und das ist auch ein bisschen was, auf das ich in dieser Episode vielleicht zurückkomme. Wir haben diese Episode hier ausgewählt für den Goldstandard. Daniel hat sie mitgebracht. Ich kann schon mal teasern, dass ich diese Episode auch sehr, sehr gut finde, aber nicht kritiklos hier durchkommen lasse. Und deswegen bin ich gespannt, Daniel, auf unsere Diskussion. Ja, aber dann lass uns doch erstmal ein bisschen was in Sachen Story erzählen, ja? Ja. Wir steigen ja ein, der Doktor kommt mit seinen Companions, Rose und ihrem Freund. Okay. Mickey, ihrem Freund, genau, auf einem scheinbar verlassenen Raumschiff im 51. Jahrhundert an. Und man stellt plötzlich fest, es gibt überall so Fenster und Türen in die Vergangenheit, eben ins Jahr 1727, um diesen Zeitraum herum. Und er guckt durch einen Kamin, ja, das, die Episode heißt ja auch das Mädchen im Kamin, und sieht ein kleines Mädchen hocken. So. Und da geht's dann schon los, wo ich sage, Mensch, da bin ich richtig mitgenommen, weil es ist ja ganz oft so, dass man irgendwelche Kinderdarsteller hat, die irgendwie ein Gesicht können oder vielleicht noch lachen und dann aber sonst absolut eindimensional bleiben. Und da holt mich die kleine Jessica Atkins, inzwischen ist sie natürlich groß, die holt mich da schon ab mit ihrer Darstellung der jungen Dame. Ist dir das auch so gegangen? Ja, das war ein guter Auftakt. Der Doktor, der ja zunächst auch dann alleine quasi den Kamin nutzt, um das 17. Jahrhundert zu reisen, durch dieses Fenster. Und zu Beginn gibt es ja auch direkt einen dieser klassischen Stephen Moffat-Momente. Er arbeitet ja auch oftmals mit, ja, sehr ambivalenten Instrumenten. Hier ist es jetzt wieder dieses Horrorelement, was er ja gleich zu Beginn auch ein Stück weit
ja. Ach, Horror vielleicht übertrieben, aber so Thriller-mäßig, dieses Klicken der Uhr und ja, die ist doch kaputt und was klickt denn hier weiter? Und dann natürlich so aus der Perspektive des Mädchens, oh, was hockt denn da unter dem Bett, ne? Also das ist ja auch so klassisch Stephen Moffat, finde ich. Das hat er in ganz, ganz vielen Episoden auch exzellent gemacht und auch hier wieder kommt man gut in die Episode rein, Spannung, man will wissen, ey, worum geht es denn hier überhaupt und wie, wo besteht jetzt der Zusammenhang zwischen dieser Zeit und dem Zeug da auf dem Raumschiff. Das weckt natürlich sofort Interesse beim Zuschauer. Es ist ja im Kern auch eine gewisse Mystery Box Erzählung, die da stattfindet. Und Stephen Moffat, also klar, auch in den späteren Staffeln stark kritisiert, aber hier wirklich aus meiner Perspektive einen Autor am Werk, der einerseits die großen Zusammenhänge und Motivationen seiner Figuren ganz genau kennt und das dann auch schafft, Science Fiction mit Horror, mit Mystery, mit Humor und mit Herz zu vermengen, ohne, und das ist ja die eigentliche Herausforderung, ohne dass es jemals irgendwie kompliziert oder erzwungen wirkt. Ja, durchaus, wenn wir uns jetzt auf diese Episode beschränken, gebe ich dir ein Stück weit recht. Wir beschränken uns auf diese Episode. Genau, du hast ja eben gesagt, ja, vielfach dann auch kritisiert mal für spätere Episoden. Ich glaube, was man hier, oder was auch mein Kritikpunkt vielleicht zu Beginn auch direkt ist, an dieser Episode, und das ist ja auch, was man Stephen Moffat öfter vorgeworfen hat, obwohl die Serie Doctor Who heißt, geht es ja eigentlich eher um Menschen. Eigentlich soll man ja, also man soll sich ja eigentlich eher mit den Begleitern identifizieren, ja, die mit dem Doktor reisen, als mit dem Doktor selbst. Und hier ist es so, dass der Doktor eigentlich sich für seine Begleiter gar nicht mehr so richtig interessiert. Und das eigentlich von Beginn an. Der Doktor nimmt ja Rose und Mickey auch gar nicht mit ins 17. Jahrhundert zunächst und so, ah, bleib mal hier, ich mach das mal alleine. Ne? Das ist so ein bisschen die große Kritik, die ich auch ein bisschen an dieser Episode habe. Die Darstellung des Doktors, der sich ja dann auch im Verlauf der Episode eigentlich einen Scheiß um Rose und Mickey kümmert. Denn es ist ihm ja auch egal, dass die beiden jetzt auf diesem Raumschiff im 51. Jahrhundert stranden, weil die TARDIS hat ja auch keinen Autopiloten, das können sie auch nicht benutzen. Und das ist so ein bisschen auch das etwas, was sich für mich durch die ganze Episode zieht. Ist jetzt ein kleiner Kritikpunkt einfach nur, dass das schon sehr doktorzentriert ist. Und klar, die Serie heißt Doctor Who, aber eigentlich geht es ja im Kern nicht immer nur um den Doktor, sondern auch um seine Begleiter, mit denen sich, meiner Meinung zumindest nach, ja der Zuschauer identifizieren soll. Das ist so ein bisschen so vielleicht die Kernkritik, die ich an dieser Episode habe. Okay, da interpretierst du natürlich in die Ausrichtung oder die Intention der Serie viel hinein. Man würde jetzt ja einem Serie Star Trek Picard auch nicht vorwerfen, dass es um Picard geht. Ganz im Gegenteil, wir haben uns da ja sehr stark drüber echauffiert, dass er Nebendarsteller in seiner eigenen Serie ist, der gute Captain. Ja, die Ausrichtung der Serien ist natürlich ein Stück weit anders, ja, gebe ich dir recht. Aber für mich kommen trotzdem die Begleiter und so wie der Doktor mit ihnen umgeht, fühlt sich das an manchen Stellen nicht richtig an für mich. Ach, interessant. Okay, also muss ich tatsächlich komplett widersprechen. Also ich habe da keine schlechten Gefühle. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass er sie nicht mit ins Unbekannte nimmt, schützt er sie auch zum Teil. Und erst als dann klar ist, wie die Spielregeln sind, ermöglicht er ihnen eben dann auch in das 18. Jahrhundert zur Madame 5 Jahre vor ihrer ja geplanten Entführung zuzustoßen. Eine Kritik, die ich online natürlich auch gelesen habe, gerade zu dieser Episode: Wenn er schon eine Zeitmaschine hat, ja, warum kann er denn nicht einfach das Ganze retten? Und das wird ja in dieser Episode relativ schnell abgetan mit so einem Nebensatz: Ja, tut mir leid, wir sind schon Teil der Geschichte. So. Genau. Da weiß ich jetzt auch nicht. Hast du dich daran gestört oder nicht? Das ist etwas zum Beispiel, wo ich sage, da muss man sich bei Doctor Who aber auch drauf einlassen. Das, was ich zu Beginn auch gesagt habe bei der Serie. Man könnte natürlich ganz viele Episoden auflösen, indem man sagt, ja, dann reist doch halt mit der TARDIS wieder ein Jahr zurück oder ein Jahr davor oder 10 Minuten vor oder zurück. Ich glaube, davon muss man sich ein Stück weit frei machen bei dieser Serie. Wenn man sich zu sehr darauf fokussiert, was Zeit und Raum irgendwie machen könnten, dann verliert man relativ schnell den Spaß. Deswegen ist das von mir also keine Kritik in dieser Episode auf jeden Fall wert.
Und ich muss auch immer sagen, klar, also Zeitreisen sind natürlich erzählerisch ziemlich schwierig. Damit fängt es ja schon an. So, aber, und das schafft Dr. Who, hat es zumindest am Anfang ganz gut geschafft, jetzt auch in den späteren Staffeln leider auch alles sehr aufgewässert. Innerhalb der Serie wurde das ja immer damit begründet, dass sobald quasi jemand zum Doktor sagt, yo, hey, hier Doc, ich habe dich jetzt schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen, wird er als Person Teil eben dieser Geschichte und die anderen Realitätsstränge sind ihm dadurch eben nicht mehr zugänglich durch die TARDIS. Ja. Was auch erzählerisch ganz wichtig ist, weil sonst wäre ja letztendlich die Lösung zu allen Problemen, wie du eben sagst, dass ein weiterer Doktor einfach 10 Sekunden, nachdem das Problem entsteht, aus der Zukunft kommt und seinem Jüngeren selbst die Lösung bietet. Insofern finde ich das absolut nicht kritikwürdig. Im späteren Verlauf der Serie natürlich leider Gottes aufgeweicht worden. Aber sprechen wir doch mal über die inhaltlichen Elemente, was wir hier erleben. Mhm. Die Episode ist schon relativ alt nach heutigen Maßstäben. 2006. Ja, fast 20 Jahre alt. Ne? Dennoch erleben wir, wenn wir jetzt 20 Jahre mit 20 Jahren Abstand da drauf gucken, meiner Meinung nach, gerade auch in Relation zu dem verfügbaren Budget damals, fantastische Kostüme, fantastische Ausstattung, unglaublich gutes Creature-Design. Also ich spreche da von diesen Uhrwerk-Droiden. Ja, und sehr gut. Also wirklich, wirklich auch in Sachen Kulissen ein Meisterwerk. Wir haben nicht hier immer nur das Holodeck, wie bei Star Trek Picard und die eine Kulisse, die sie haben, sondern wir fahren hier ja tatsächlich halb Frankreich auf. Ja, etwas für viele, die Serie vielleicht nicht so gut kennen, sowieso zu den Stärken eigentlich gehört von Doctor Who. Ich bin ja jetzt nicht so firm, was Budgets und so angeht, aber ich glaube, dass Doctor Who ja schon immer traditionell bei BBC ausgestrahlt wird, damit so heftig großen Budgets arbeiten konnte. Und sie schaffen es immer wieder mit Innovation, gerade in diesem Bereich der Aliens, ganz, ganz verrückte, aber irgendwie auch faszinierende Dinge zu erschaffen. Jetzt so wie diese Uhrwerk-Droiden hier in dieser Episode mit ihren Masken. Also total skurril. Jetzt ist es natürlich auch schwierig, keine Ahnung, 100 Jahre Science-Fiction im Fernsehen und Film immer mal wieder das Rad neu zu erfinden. Aber Doctor Who schafft es, und nicht nur in dieser Episode, immer mal wieder etwas Spannendes Neues auf den Bildschirm zu zaubern. Und das hat mir hier auch außerordentlich gut gefallen, wie du auch sagtest. Kostüme, ich finde auch Doctor Who, das gilt auch für die Star Trek-Serien bis 2005, was dort immer an Kulissen gebaut wurde teilweise. Also nichts Greenscreen oder diese AR-Wall, sondern da hat irgendjemand sich Gedanken gemacht, Sperrholz genommen und daraus irgendwas gebaut. Und das sieht man ja heute kaum noch. Viele sagen, ja, sieht dann aber auch immer so klein aus, wie in so einem, keine Ahnung, in so einem Theater. Aber da steckt manchmal ganz viel Herzblut und auch Details drin, die man vielleicht erst beim zweiten oder dritten Mal schauen wirklich bemerkt. Von daher kann ich das hier nur unterstützen, was du gesagt hast. Ja, und plotseitig in Sachen Handlung geht's ja da tatsächlich Schlag auf Schlag. Es stellt sich jetzt im Verlauf der Episode heraus, ja, diese Reparaturdroiden, die hier immer mit den Masken auch zu sehen sind. Die waren damit beauftragt, dieses Raumschiff zu reparieren. Und weil ihnen die Bauteile gefehlt haben, haben sie halt schlicht einfach mal die Crew ermordet und halt die organischen Teile verwendet und haben jetzt aus irgendeinem Grund Interesse an Madame de Pompadour in Frankreich. Die ist aber irgendwie noch nicht fertig. Der Zuschauer wird auch erstmal im Unklaren darüber gelassen, was damit gemeint ist. Und es beginnt eben so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Und wer sich jetzt hier im Rahmen unserer Erzählung denkt, Mensch, das sind ja irgendwie endlose Elemente, das klingt ja alles total konfus. Ja klar, anderswo wird das einfach so zusammengeworfen und sorgt für Verwirrung und Irritation, aber für mich nicht in dieser Episode. Jedes Wort, jede Sekunde Screentime ist in dieser Episode perfekt genutzt. Es sitzt jeder Satz, es sitzt jeder musikalische Takt. Und auch gerade in Sachen Musik, die Episode hat fast durchgängig einen individuellen Soundtrack, den es in keiner Wiederholung in einer anderen Episode gibt. Der wurde explizit hierfür geschrieben, hat sehr, sehr viel von diesen kleinen Spielinstrumenten, die Kinder haben. Ganz, ganz tolles Thema mit drin. Fantastische Komposition in Sachen Bild, in Sachen Musik, in Sachen Inszenierung. Da bin ich richtig, richtig gut dabei. Und so viele feine Nuancen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, hier sieht man sie wieder, diese Reparaturdroiden. Ja, die werden in der Serie als Uhrwerk-Mechanik bezeichnet.
Und da muss man doch mal sagen, es gibt da so einen ganz schönen Augenblick, wo er sagt, er hat da gerade einen dieser Droiden zum Stillstand gebracht mit irgendeinem Feuerlöscher. Er sagt da, man kann die eigentlich nur bewundern, obwohl sich ein paar Sekunden vorher herausgestellt hat, dass sie die ganze Crew ermordet haben. Wir haben in der Episode Star Trek Voyager Chitrell ganz, ganz stark drüber diskutiert, wie sehr man drüber nachdenken kann und wie wichtig das ist, dass man Technologie und deren Errungenschaften trotz grausamer Konsequenzen, tote Crew und so weiter, isoliert betrachten kann, philosophisch. Eine Meisterleistung kann das sein. Eben genau wie diese Uhrwerk-Droiden. Und kriegen damit ja auch eine total dystopische Zukunft gezeigt mit diesen, ja, in das wahnsinnig entrückte Reparaturdroiden, die um eben ihre Aufgabe zu erfüllen, erstmal halt vor gar nichts Halt machen. Das wurde richtig Tatsächlich auch in Star Trek Picard versucht, ein ganz klein wenig einzubringen mit diesen versklavten Roboter-Androiden. Mhm. So, hier funktioniert das fantastisch. Der manifestierte Albtraum ist doch eines der zentralen Science-Fiction-Themen schlechthin und ein ganz direkter Blick darauf, wie sehr es mit Technologie auch falsch laufen kann. Ja, vollkommen richtig. Diese Technologiekritik, die habe ich hier auch auf dem Zettel. Nicht nur in dieser Episode, dieses Element finden wir häufiger bei Doctor Who. Ja. Aber gerade so faszinierend und auch so kaltblütig und rational erklärt, ja. Diese, wie du schon sagst, diese Uhrwerk-Druiden, die haben eine Aufgabe, nämlich das Schiff zu reparieren. Ja, ja, und wenn die Crew da halt dafür herhalten muss, dann gibt's halt mal Barbecue. Das sagt ja Mickey auch am Anfang. Hey, er riecht aber irgendwie nach Barbecue. Ja, Sunday Roast. Genau. Und ich muss dir ein Stück weit widersprechen. Star Trek Picard, da unterstellt man ja den Droiden, dass sie halt mehr sind als Droiden oder als Androiden oder wie auch immer. Und hier ist es ja so ganz kühl. Nein, die haben einfach eine Aufgabe. Das ist ja auch, ich sag mal, diese Metapher mit dem Uhrwerk. Da ist ja nichts, wo man sagt, ah, okay, nee, da steckt irgendeine höhere Macht dahinter oder sie haben irgendwie einen tollen Verstand oder so. Nein, das sind einfach programmiert. Ja? Sie ticken, tak, 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 tak. Genau, sie sind halt darauf programmiert, dieses Schiff jetzt wieder zum Laufen zu bekommen. Und das ist eine ganz grandiose Metapher in dieser Episode. Und das ganze Ausmaß sieht man dann eigentlich zum Schluss erst, warum das vielleicht so ist. Aber da wollen wir jetzt noch nicht drauf eingehen. Aber dieser Aspekt hat mir in dieser Episode wirklich super gut gefallen. Fantastisch. Das freut mich sehr, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Ja. Ja. Die Episode hat nämlich so viel zu bieten. Sie hat 10 Punkte, die ich jetzt aufzählen könnte, oder ich mache das jetzt auch einfach mal. Wir haben die Erzählung von einem Leben, das bis auf die wenigen Momente, wo man wirklich wahrhaftig die Sonne genießen kann, primär gefüllt ist von Verlusten und Dingen, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Das ist eine ganz zentrale Aussage dieser Episode. Und dass man damit zu einem gewissen Konsens kommen muss. Wir haben das Thema der unerfüllten Liebe aus eben diesen widrigen Umständen heraus. Wir haben das Thema Opferbereitschaft für den anderen und den damit verbundenen Mut, den es braucht, um das auch aus einem Bauchgefühl herauszumachen. Wir haben diese perfekte Umsetzung eines Mystery Box Storytellings, das ja so oft schief geht, das ja auch so oft schief geht und ganz enttäuschendes Finale oftmals bietet. Stichwort Lost. Wir haben einen Held in einer strahlenden Rüstung, der aber auch auf Augenhöhe mit dem Rest des Ensembles spielt. Ja, wir haben eine Hauptdarstellerin, Rignette, ist wie eine Blaupause für eine Parabel darüber, wie man mit Aufgeschlossenheit, Mut und Selbstvertrauen trotz vieler, vieler Unterschiede oder vermeintlicher Rückständigkeit einen ganz starken Beitrag im Handeln und im Geiste leisten kann. Und diese Episode erzählt für mich nicht nur von vermeintlicher Größe, sondern zeigt uns auch ganz genau in diesem Augenblick der Gedankenverschmelzung mit dem Doktor, was denn möglich ist, wenn man seine Scheuklappen und Vorurteile abnimmt. Ja, das war ja schon fast ein Fazit. Das ist noch viel länger. Okay. Sehr gut. Ich möchte das vielleicht noch mal ein Stück weit einschränken, und zwar an der Figur Rignette auch begründet. Mhm. Und zwar hast du eben gesagt, ja, die Liebesgeschichte, und das ist für jeden auch total nachvollziehbar. Und das ist auch noch ein weiterer Kritikpunkt. Da sage ich, wie oft hat Rignette eigentlich denn den Doktor gesehen? Also
in ihrer Kindheit ist er ihr halt erschienen. Er ist durch den Kamin in ihr Schlafgemach gekommen und hat sie dort beschützt und gerettet. Aber der Doktor war für sie bis zu ihrem Erwachsenenalter ein imaginärer Freund. Also sie hat selbst gar nicht mehr an den Doktor als Person geglaubt. Und diese wenigen Sekunden und dann auch die Wiedervereinigung später reichen, um in ihr offensichtlich unendlich starke Gefühle auszulösen. Da muss ich sagen, als Zuschauer, ja, okay, warum? kann man vielleicht nicht, lass mich kurz den Punkt noch zu Ende machen, weil ich möchte bei Reniette bleiben. So ein Punkt vielleicht. Und der zweite Punkt ist, sie wirkt doch in vielen Szenen doch recht arrogant. Ja, doch, beispielsweise erinnerst du dich an diese Gedankenverschmelzung, ja, die vulkanische Gedankenverschmelzung, die der Doktor ja auch kann. Und er sagt ganz respektvoll, der Doktor, zu ihr, ja, ich dringe nicht dort ein, wo sie es nicht möchten. Also du könntest wieder einen Scherz machen, ne, mit eindringen. Nein, lass mal das. Weil die Türen sind irgendwie verschlossen und dann gehe ich da auch nicht durch. Irgendwie so übersetzt. Und sie hat aber nichts Besseres zu tun, als, weil sie kann es ja irgendwie auch. Ja, sie kann ja gegenseitig auch in seinem Gehirn gucken. Sie respektiert das aber null, sondern hat gleich alle Rätsel und alle Geheimnisse des Doktors quasi in einer Sekunde irgendwie vor sich. Und sie ist überhaupt nicht respektvoll damit. Sie ergründet das alles und schert sich eigentlich im Teufel darum. Der Doktor, der sonst immer so verschlossen ist, der ganz viele Geheimnisse hat und der ja auch so ein bisschen, ja, immer sich scheut, darüber zu reden, ist das in dieser Minute total egal. Es gibt gar keine Reaktion vom Doktor. Finde ich ein bisschen unglaubwürdig. Und es gibt noch eine Szene, dann kannst du gerne nochmal, Daniel. Es gibt noch eine Szene, da kommt Rose, überbringt ihr diese Nachricht vom Doktor. Und da merkt man doch schon, ja, Reniette, wie so ein Stück weit überheblich und sie auch ihrer Stellung sich bewusst mit Rose spricht, auch in der ganzen Gestik. Rose hier, ja, was ist sie, glaube ich, Verkäuferin oder so, und dann Madame de Pompadour, ja, der Adel, da merkt man halt auch den Klassenunterschied. Und in diesen Situationen finde ich sie reichlich unsympathisch, muss ich sagen. Aha. Also erstmal vielen Dank, dass du diesen Punkt mit der Gedankenverschmelzung aufbringst. Der wird tatsächlich ja auch unterschiedlichst interpretiert und ich hab da auch eine Interpretation dazu. Okay. Möchte allerdings im ersten Schritt noch mal drauf eingehen, was du gesagt hast. Woher kommt denn dieser Augenblick der Liebesentfachung? Ja, Amor. Amore, amore. es ist ja so, also ich breche das schon auch auf diesen Moment der Gedankenverschmelzung zusammen und möchte das ein bisschen vergleichen mit der Geburt eines Kindes, wo man quasi keinerlei, wie soll man sagen, ja, die direkte persönlichen Kontakte er hatte, weil das ist ja frisch, ne, kommt da gerade so, hallo. Kann ich ja gar nicht. Hallo. aber trotzdem ist man sich von dem ersten Augenblick an dessen bewusst, dass man alles dafür tun wird für das Kind und dass man es halt einfach liebt. So. Mhm. Und diesen Augenblick, also diese Geburt der Liebe, die sehe ich da in dieser Gedankenverschmelzung. Und du hast ja gesagt, du findest sie da sehr respektlos dem Doktor gegenüber, weil sie einfach sozusagen in sein Reich eintritt. Und ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Also einerseits erklärt er ihr ja die Grundlage dessen, wenn du etwas nicht zeigen möchtest, dann schließe die gedankliche Tür. Er tut es offenbar aber nicht, weil die Auflösung der Szene sagt ja, eine Tür, die geöffnet wurde, kann in beide Richtungen durchschritten werden. Mhm. Er hat die Tür aufgemacht, sie ist hindurchgegangen. Das ist der eine Punkt. Und es ist ja so, du hast jetzt so eine Verletzung der Privatsphäre hineininterpretiert, ein respektloser Akt, der dann im Nachgang so ein bisschen als überwältigendes innerhalb des Episodenkontextes verkauft werden soll. Und ich finde, das ist ein ganz bewegendes Beispiel dafür, wie Empathie funktioniert und dass durch Empathie ein ganz tiefes Band zwischen zwei Personen entstehen kann, wenn man sich dem anderen gegenüber öffnet. Der Doktor hat, wie gesagt, die Tür geöffnet. Hindurchgeschritten ist sie dann, ja. Wenn sie dazu den Mut und die Aufgeschlossenheit hat. Und das hat sie. Und zu so einer Beziehung gehört ja immer auch Mut und Aufgeschlossenheit. Ich meine eben nicht, sie verletzt ihn nicht, sondern sie zeigt echtes Interesse an dieser Stelle. Und das symbolisiert ja dann auch zum Schluss dieser letzte Akt
den sie gegenüber ihm dann macht. Zum Ende lässt sie ihn ganz dem Sprichwort nach gehen, weil sie ihn liebt, obwohl es ihr das Herz bricht. Und das ist meine Interpretation dieser ganzen Sache. Mhm. Madame de Pompadour, ja, kann auch Emotionen zeigen, eine weiche Seite haben als Hauptfigur und auch verletzlich sein. Das symbolisiert diese Szene auch für mich, wie eben der Doktor selbst auch. Und das ist ja wiederum die Parabel zu uns da draußen. Und das ist eine erzählerische Qualität und vor allem ist das auch eine Wahrheit, lieber Jens, die man vielen modernen weiblichen Figuren ja in modernen Produktionen gar nicht erst zugesteht, dass sie auch Schwäche haben und das aber eben auf beiden Seiten des Beziehungsspektrums zwischen Mann und Frau. Und ihre letzten Worte in diesem Brief, Hurry my love, my lonely angel und so weiter, das ist doch nur das Eingeständnis unserer eigenen Bedeutungslosigkeit, in welcher sie sich, wie eben die meisten von uns, in ihrem schwächsten Moment dann sozusagen an ihren Retter, an ihren Gott wendet. Und dieser letzte Moment in dieser Episode, der ist für mich in dem Gesamtkontext dessen, dass er sie sozusagen durch die geöffnete Tür hat schreiten lassen, weder aufgesetzt noch erzwungen. Ja, also spannende Interpretation. Was mich daran ein Stück weit stört, um das vielleicht abzuschließen, ist einfach, warum der Doktor auch ja infolge vieler anderer Begleiter, immer sehr geheimnisvoll ist und eigentlich auch sehr wenig von sich preisgibt und hier bei Madame de Pompadour nach wenigen Augenblicken sich öffnet. Und das bleibt dem Zuschauer weiterhin verborgen. Ich teile deine Interpretation hervorragend, ganz toll rausgearbeitet. Trotzdem ist es mir als Zuschauer nicht klar, warum in diesem Moment. Und das bleibt weiterhin ein Stück weit meine Kritik an dieser Szene, weil er gegenüber Begleitern, die ihn ja über mehrere Jahre begleiten oder ich weiß gar nicht, in welcher Zeiteinteilung man mit einem Time Lord überhaupt spricht, weil sie springen ja von einem Jahrhundert zum nächsten. Da bleibt er oft verschlossen und hier geschieht aber diese Öffnung des Doktors mit all seinen Geheimnissen ja offensichtlich, weil nur ja. So ist es ja möglich, das, was du gesagt hast, dieser Vergleich mit der Geburt, den fand ich hervorragend gerade von dir, ja. Dieser eine Augenblick und ich weiß, ich liebe diese Person. Ja, genau. Und das bleibt für mich als Zuschauer ein bisschen unbegreiflich, warum das in diesem Moment passiert mit dieser Figur, weil sie ja im Vorfeld eigentlich, ja, sie haben sich halt vorher ein paar Minuten gesehen, als sie ein Kind war. Das ist vielleicht auch so die, ja, das ist vielleicht auch so die Frage, ob man an die sprichwörtliche Liebe auf den ersten Blick glaubt. Ja. Ja, klar. Der Unterschied zu den bisherigen Begleiterinnen und Begleitern ist ja in Reniette dort, dass sie niemals von irgendetwas überzeugt werden muss. Wenn wir uns an die Begegnung mit Rose zum Beispiel erinnern, die ja dann auch im Verlauf der Serie unglaublich tragisch endet, auch an einem Liebesdrama endet, dann musste Rose ja erst davon überzeugt werden und sie musste sich ja selbst erst langsam öffnen. Und das ist der Unterschied hier. Es beginnt diese Gedankenverschmelzung und dann gibt's ja noch mal diesen einen Einwand, wo er sagt, ja komm, jetzt mach mal diese eine Tür zu. Und sie lächelt nur so und sagt, nein, du kannst von vornherein alles, was ich bin, wahrnehmen und erleben. Und das ist für mich der Unterschied an dieser Stelle. Ja, ich glaube auch, vielleicht noch mal generell auf die Serie zurückzukommen, die erste Staffel mit dem Doktor, also der erste Doktor dieses Reboots, das hat ja nicht lange gedauert. 10 Episoden waren es, glaube ich, nur damals, oder 12, ich weiß es gar nicht. Hatte auch so seine Momente, gerade eine tolle Episode mit dem Dalek, ganz hervorragend. Wobei hier dieser Übergang, und ich glaube, das ist auch eine Stärke dieser ersten Staffeln, dass diese Konstanz Rose eigentlich bleibt. Ne? Also von der vielleicht etwas holprigen ersten Staffel bis zu dieser Figur, zu der sie sich entwickelt. Sie hat ja dann später noch mal einen Gastauftritt, glaube ich, in einem Zweiteiler oder in einem Dreiteiler mit anderen Begleiterinnen. Ganz stark, wie sich dieser Charakter auch entwickelt. Und wenn man auch Serien mag, wo sich Charaktere deutlich weiterentwickeln, wie wir das zum Beispiel bei Deep Space Nine ja auch total geliebt haben. Ja? Der Begier der ersten Episode und der letzten Episode der siebten Staffel, was da für eine Reise, so ein Hero Journey hinter den Leuten liegt. Das finden wir ja bei Doctor Who ganz oft bei den Begleiterinnen und Begleitern. Und das ist eine absolute Stärke dieser Serie. Ja, da bin ich absolut bei dir. Also was man da geschafft hat,
auch emotional in eine Science-Fiction-Serie zu packen, ohne dass es in irgendeiner Form erzwungen wirkt, ist ganz beachtlich. Insbesondere unter Betrachtung der Ausgangslage, wie du eben gesagt hast, erste Staffel durchaus ist relativ holprig. Ja, und auch muss man sich zum Teil dann wirklich damit abfinden, dass das alles sehr nach Puppenkiste aussieht. Und umso schöner finde ich eben diese Episode, weil sie beides kann. Sie funktioniert einerseits komplett eigenständig, sie ist wirklich komplett alleine guckbar, auch ohne Vorkenntnisse. Da bleibt eben diese dystopische Betrachtung der Technologie, da bleibt das Liebesdrama und noch so vieles mehr. Und auf der anderen Seite legt diese Episode aber auch ganz, ganz viele Meilensteine für die Figur Rose. Ja, vielleicht gar nicht so sehr in dieser Episode, da komme ich gleich nochmal ein Fazit vielleicht drauf, weil der Kritikpunkt meinerseits bleibt, dass die Begleiter in dieser Episode gar nicht so gut dabei wegkommen. Das sehen wir auch im Verlauf der Episode. Mickey und Rose bleiben ja dann auf diesem Raumschiff im 51. Jahrhundert und werden dann ja relativ schnell von den Uhrwerk-Druiden gefangen genommen. Und da ist es wieder so ein bisschen, ja, natürlich müssen sie auf den Doktor warten. Ne? Also natürlich müssen sie auf den Doktor warten, der sie rettet. Das ist schon so ein bisschen so, da zeichnet man die Charaktere schon eher schwach, ne? Also die Begleiter, dass sie sich einfach gefangen lassen, nehmen lassen. Und was das so gar nicht wahr? Die begeben sich doch auf Forschungstour durchs ganze Schiff mit diesem Eiswerfer oder was das ist. Ja, aber am Ende des Tages müssen sie natürlich dort in diesen komischen Biobetten oder was auch immer das ist, warten, bis der Doktor kommt. Ich bleib dabei, also bei all dem, was du gesagt hast, da möchte ich gar nicht so viel widersprechen, außer dass ich vielleicht Dinge ein Stück weit anders interpretiere. Aber die Begleiter in dieser Episode, die kommen mir zu schlecht weg und haben auch zu wenig Einfluss auf die Gesamtstory tatsächlich. Das ist ein Kritikpunkt auf sehr hohem Niveau, aber wir sagen ja immer, wir wollen ja auch Kriterien, die wir in andere Episoden legen, ja auch hier im Goldstandard verwenden. Und das ist aus meiner Sicht schon kritikwürdig. Okay, das war dein Fazit zur Episode? Ja, vielleicht. Ich möchte schon auch noch mal ein, zwei Stärken noch mal, wenn wir zum Fazit kommen. Also erstmal diese innovative Science-Fiction-Idee. Ja, erstmal dieses Verwenden von Zeitfenstern. Jetzt sind vielleicht Zeitreisen jetzt auch nicht immer so interessant, aber ich finde es hier einfach super gelöst. Ja, die Außerirdischen, die jetzt irgendwie ein menschliches Gehirn benötigen, das lässt einen als Zuschauer natürlich erstmal aufhorchen. Hey, warum ist das denn so? Ne? Was ist denn da überhaupt los? Und diese Konzepte, sage ich mal, von in Doctor Who und vom Produktionsteam, vom Regisseur, vom Showrunner, die sind einfach einmalig und sind hier auch wieder eine der Stärken dieser ganzen Episode, ganz klar. Und auch dieses, ich finde, gerade in der zweiten Hälfte dieser Episode, da kann ich das Drama auch richtig greifen. Das Drama um Madame de Pompadour und den Doktor, wenn es dann auch so ein bisschen in den finalen Akt hineingeht, wenn wir das, was ja am Anfang schon angeteasert wurde, dann wirklich sehen, da finde ich die Episode und auch das Drama richtig gut inszeniert. Richtig gut. Extra klasse. Der Weg dahin ist für mich ein bisschen holprig mit den Dingen, die ich eben schon genannt habe. Aber ich sag mal, die letzten 15, 20 Minuten auch, was du eben erwähnt hast mit dem super Soundtrack. Also da bleibt man wirklich gespannt, einfach nur am Bildschirm sitzen und hat gar nicht vor, irgendwas anderes zu tun in dem Moment. Exzellent. Pacing finde ich in dieser Episode sensationell. Gelungen. Ist einfach super gelungen. Es ist 45 Minuten. Es ist quasi, auch wenn ich jetzt die ein oder andere Entscheidung des Doktors oder die Verhaltensweise des Doktors nicht richtig nachvollziehen kann, aber es ist toll getaktet. Es ist 45 Minuten Unterhaltung. Ich habe als Zuschauer nie das Gefühl, ja Mensch, das hätte man auch irgendwie in 10 Minuten erzählen können, wie bei Star Trek Picard. Oder, ach Mensch, da hätte man aber auch einen Fünfteiler draus machen können. Nein, das ist in den 45 Minuten sehr, sehr gut erzählt. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, diese Szene, wo der Doktor sich da so schelmisch immer versteckt, da im Garten und nicht gesehen werden möchte. Aber das ist ja eigentlich auch das, was du gesagt hast so ein bisschen, ja.
vielleicht auch die Unsicherheit des Doktors. Er hat sich Madame de Pompadour geöffnet und kann vielleicht gar nicht so selbstbewusst auftreten, wie er das in der Vergangenheit mit anderen Charakteren, bei anderen Charakteren getan hat, weil sie ja theoretisch alles von ihm weiß und er so ein bisschen verschämt ist, sich vielleicht seiner Gefühle zu offenbaren. Deswegen finde ich diese Szene im Garten, die in vielen Reviews, glaube ich, so ein bisschen kritisiert wird, gar nicht so schlecht, sondern sie trägt eigentlich eher dazu bei, das, was gezeigt wurde, am Anfang ein Stück weit noch zu verstärken. Ja, und die Uhrwerk-Droiden als Antagonisten, fantastisch, diese Technikkritik, diese Dystopie, wie du sie auch eben angesprochen hast, eine der ganz großen Stärken von Doctor Who, nicht nur in dieser Episode, sondern generell, aber auch hier wieder toll umgesetzt mit dieser Idee, ein kaltes Uhrwerk, da ist keine höhere Intention dahinter. Die Maschinen sind sich irgendwie haben kein Bewusstsein erlangt oder irgend so etwas, was uns in Star Trek PK vielleicht erklärt wurde, sondern sie haben einen Auftrag und den erledigen sie, wie halt ein Uhrwerk tickt. Und das ist eine ganz tolle Metapher in dieser Episode. Ansonsten bleibt, es ist eine Episode mit emotionaler Tiefe, mit tollen Konzepten, die für mich aus den genannten Gründen aber nicht ganz fehlerfrei ist. Trotzdem ist das eine Episode, die sicherlich zu den Top 10 im Doctor Who-Universum gehört. Und für mich ja absolut sehenswert, kann ich nur jedem empfehlen. Wer sich diese Episode mal ansieht und Lust auf Doctor Who hat, gerne von Staffel 1 Reboot anfangen, erste Episode und einfach mal durchgucken. Kann ich nur empfehlen. Super. Jens, vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag. Ja, ich habe ja die Sendung heute begonnen mit den Worten, die beste Episode überhaupt. Ja, und das ist natürlich eine Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt. Für mich ist es aber auf jeden Fall die Episode wohl mit den wenigsten Fehlern von allen. Ja, es gibt vielleicht noch andere Episoden, die in ihrer Singularität einen größeren Impact haben. Es gibt beliebtere, berühmtere. Aber die sind in allen Maßstäben überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir hier sehen. Wir haben hier eine kammerspielartige Kompaktheit und trotzdem die für mich größte Erzählung aller Zeiten. David Tennant als der beliebteste Doktor mit seinem unübertroffenen Kommando über die größtmöglichste Bandbreite aller Emotionen, seine Gegenspielerin ebenso treffend wie brillant, die fantastische Musik in allen Facetten fantastisch. Und David Tennant präsentiert ja hier diesen verdeckten Schmerz seines gequälten Lebens, die Hoffnung der Liebe und ihrer Schönheit und die unbeschreibbare Trauer des Verlusts mit nur ganz wenigen Blicken, mit ein paar Wimpernschlägen, absolut mühelos. Absolut mühelos. Und ja, tragische, glückliche Momente, ja, das haben viele Seriendarsteller. Einzelne Emotionen, das schaffen viele. Aber all das in einer Episode, in 42 Minuten, mit dem gesamten Erzählspektrum von Anfang, Hauptteil und Schluss zu schaffen, das kann nur diese eine Episode. Und nicht unerwähnt möchte ich an dieser Stelle eine emotional sehr ähnlich gelagerte Episode aus dem Star Trek-Franchise Deep Space Nine Staffel 4 mit dem Titel The Visitor möchte ich nicht unerwähnt lassen, die auch ganz, ganz weit vorne in meinem Ranking in dieser Hinsicht ist. Machen wir vielleicht auch nochmal einen Goldstandard zu. Ja. Mhm. Aber eben diese Bandbreite an Schmerz, Leidenschaft, Ekstase und die Freude dieser Großartigkeit der Welt darzustellen und nach nur 42 Minuten Laufzeit diesen vollständigen Lebenszyklus gezeigt zu haben, das hat im Serienformat, im Science-Fiction-Format noch nie jemand zuvor so geschafft, wie dieses Ensemble aus Autor, Darstellern, Komponist, Regisseur, wie in dieser einen Episode. Vielleicht auch gerade, weil es deswegen, weil es nur der Doktor ist, der nun alle Universen, alle Realitäten und alle Existenzen dieser Welt für diese eine Person aufgibt, indem er dann mit diesem Pferd durch den Spiegel springt, in einer Episode, die trotz aller Größe, Tragik und Gewichts der Figur eigentlich eine ganz unglaublich intime Geschichte ist. Er rettet mit seinem Tun das Mädchen, besiegt das Monster und ist sich dann doch selbst der größte Feind, weil er ist, wie er ist, wie wir es alle sind und verliert dann trotz bester Intentionen auch wieder seine Herzensdame. Und aus diesem Grund ist in allen Belangen, in Sachen Dramaturgie, in Sachen Sounddesign, in Sachen Musik, in Sachen Darstellerqualität, in Sachen Drehbuchdialog, diese Episode, das Mädchen im Kamin, für mich der absolute, Achtung, Goldstandard.
Ja, hervorragend, Daniel. Das ist ja ein ähnlich leidenschaftliches Bekenntnis wie ich in der letzten Woche zu Avery Brooks und dem Charakter Captain Sisko. Das ist so immer. Hat jeder auch so ein bisschen die Leidenschaft, und das merkt man bei dir auch gerade für diese Episode. Fantastisches Fazit, muss ich sagen. Auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle nicht einer Meinung sind. Aber wir können, wenn wir einen Strich drunter machen, sind wir uns einig, dass das eine hervorragende Episode ist. Absolut. Vielleicht noch mal so ein, zwei Worte zu Dr. Who, Daniel. Du hast eben gesagt, ja, David Tennant, das ist für dich auch so der beste Doktor, wenn ich das jetzt eben richtig verstanden habe. Für mich ist es tatsächlich, auch wenn das viele nicht teilen, Peter Capaldi. Oh, auch hervor, einer der späteren. Ja, einer der späteren Doktoren, und auch ganz tolle Geschichten um ihn herum und auch mit seiner Begleiterin am gerade so zum Ende seines Wirkens, ganz toll. So natürlich jeder Doktor auch, es gibt eigentlich gar keine Fehlbesetzung bei den Doktoren, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, möchte ich mal sagen. Wird dann ein Stück weit schwieriger irgendwann mal. Aber diese Mischung aus dem Doktor und Begleiterin oder Begleiter, es sind ja manchmal auch zwei und mehrere, das ist schon exzellent, muss ich sagen. Und das verleiht der Serie auch das, dieses gewisse Extra in vielen Momenten. Ja. Ja, ja. Und wir erleben ja auch in jeder Staffel oder auch mit jeder Reinkarnation der Hauptfigur, die ja mehr oder weniger nicht sterben kann. Wenn man den Darsteller austauscht, dann regeneriert sich halt die Person in einen neuen Doktor. Richtig. Ist halt so. Ich auch. Ja, kennt man ja. So. Ja. Wir erleben mit jedem Doktor auch eine andere Interpretation der Figur, und mir ist einfach die Rolle, die David Tennant hier ausfüllt, sozusagen die liebste Variante, hat auch sehr viel von eben diesem tragischen Held, der nach außen hin eben sehr unzugänglich wirkt, aber das Drama und die Trauer tief in sich trägt. So kann natürlich jeder sich ganz unterschiedlich mit den unterschiedlichen Doktoren identifizieren. Auch Matt Smith ist da sehr, sehr gut in meinen Augen in den späteren Staffeln. Wie heißt seine Leiterin nochmal? Amy. Auch fantastisches Duo oder teilweise auch Trio, glaube ich, dann in manchen Episoden. Das war ja dann auch der Auftakt für das Showrunner-Wirken von Stephen Moffat, der auch ganz, ganz viele Ideen, die er hier mit dem Mädchen im Kamin in dem, also Pilotfilm mit dem neuen Doktor aufgreift. Da gibt es ja die Szene hier, pack deinen Koffer und such dir einen Stern. Die gibt es ja in dieser Pilotepisode 1:1 noch einmal. Genauso mit der identisch tragischen Auswirkung. Er schafft nicht seinen Versprechen einzulösen, ist in vielerlei Hinsicht eine Blaupause, diese Episode, für die späteren Staffeln. Genau. Die ersten Doktoren kann man vielleicht auch, David Tennant, die haben ein Stück weit in den Geschichten vielleicht, also für mich als Zuschauer, der mit Doctor Who im Vorfeld, bevor er dieses Reboot jemals gesehen hat, also gar keine Berührungspunkte mit dem Original hatte, da ist natürlich ein großer Vorteil, ja, ich kannte natürlich von Zeichnungen und von Erzählungen natürlich ein Dalek und natürlich ein Cyberman und sowas. Aber sie dann in Action in diesen Episoden zu sehen. Und das ist natürlich David Tennant dann und auch dem Doktor der ersten Staffel, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, der Schauspieler, das ist denen natürlich so dann vorbehalten, das als erstes zu tun. Ne? Mhm. Und das hat natürlich hinterher schon, wenn dann der, was weiß ich, 12. Doktor zum 18. Mal auf die Cyberman trifft, hat das nicht mehr so diesen Effekt jetzt wie am Anfang der Serie. Trotzdem wird es in diesem Kontext, und das muss man ja auch ganz klar sagen, die Antagonisten, auch wenn sie sich oftmals, auch wenn sie oftmals wiederkehren oder sich wiederholen, wird es trotzdem oder oftmals nicht langweilig, obwohl man denkt, ja, haben doch schon alles gesehen jetzt, was willst du denn nochmal, ne? Aber irgendwie hat man doch eine neue Facette, die man da findet und dann irgendwie da mit einbringt in die Geschichte, die dann war eigentlich doch ganz geil. Und bis, das ist bis zu einem gewissen Punkt. Ja, genau. Und wir haben ja schon mal angesprochen, dass wir offenbar beide die späteren Staffeln nicht mehr ganz so stark jetzt finden, erzählerisch. Genau, aber in diesem Fall, es geht ja um einzelne Episoden, der Goldstandard. Jetzt lasst uns doch bitte wissen in den Kommentaren, habt ihr Dr. Who schon gesehen? Falls ja, wie beurteilt ihr denn diese Episode, das Mädchen im Kamin? Habt ihr eine andere Lieblings-Dr. Who-Episode? Und wir verlängern natürlich nochmal unser Gewinnspiel. Wir haben letzte Woche Lower Decks auf Blu-ray verlost, haben wir gesagt, wir machen diese Woche schon die Auflösung. Nein, ihr habt noch eine Woche länger Zeit, unter unserem letzten Goldstandard-Video zu AR558 Deep Space Nine zu kommentieren und am Gewinnspiel teilzunehmen, meine lieben Freundinnen und Freunde. Sensationell. Und nächste Woche hier auf dem Kanal von cyphernews.de nach oberster Anordnung unseres Gebieters, dem guten Ghoul,
geht es weiter mit den Reviews zu Star Trek Discovery. Michael Brenching Burnham auf ihrer letzten Reise, um das Universum zu retten. Vermutlich. Und für uns ja auch eine ganz besondere Geschichte, bei all der Kritik, die wir immer am Serienkonzept Star Trek Discovery üben. Wir haben ja auf YouTube angefangen mit Star Trek Discovery vor etlichen Jahren. Und jetzt die letzte Reise auch wieder zu begleiten, ist natürlich schon auch emotional etwas, was mich nicht unberührt lässt, möchte ich sagen. Ja, von daher einschalten und es geht ja gleich los, Daniel. Der Doppelwumms, so wie du es letzte Woche genannt hast. Der Doppelwumms in der nächsten Woche. 2 Episoden Star Trek Discovery hier unzensiert im Review. Ich freue mich drauf. Ich kann meine Begeisterung kaum in Zaum halten. Ja. Ja, zumal die Ankündigungen diesmal ganz andere sind als sonst. Also diesmal spricht man davon, dass man wirklich auf die Fans gehört hat. Ist das diesmal so? Ja, diesmal wird es richtig gut. Also habe ich jetzt auf Twitter auch gelesen. Also wird gut. Richtig gut diesmal. Wir sind gespannt, wobei ich eben sagen muss, also gerade auch Staffel 4 Finale Discovery hat mir gut gefallen, ja, Jens, dir nicht, ne? Ich habe den Familienaspekt da tatsächlich ganz gut gefunden. Ich bin jetzt tatsächlich etwas gespannt, wie es jetzt zu Ende geht. Produktion Discovery letzte Staffel, sehr hektisch und sehr unvorbereitet. Man wusste ja zu Ende der Dreharbeiten gar nicht, dass man abgesetzt wurde. Dann hat man da noch Nachdrehs anbeordert. Ich bin sehr gespannt, ob da ein kohärentes Erzählkonstrukt dabei rauskommt. Werden sehen. Ab nächster Woche lasst das Abo im Kanal. Dann gibt's für euch die volle Star Trek Power. Nächste Woche im Doppelwumms Star Trek Discovery. Oder? Sehr gut, Daniel. Ja. Nächste Woche Doppelwumms und mit dem scifinews.de Goldstandard geht es natürlich auch irgendwann weiter. Natürlich. Aber erstmal müssen wir uns natürlich um die aktuellen Folgen kümmern und danach wird es auch wieder sicherlich dieses Jahr noch die ein oder andere Ausgabe des Goldstandards geben. Also, wir sehen uns nächste Woche bei Star Trek Discovery. Schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, je nachdem und bis bald. Ciao. Bis bald.